So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Von wegen Finale und so, da wir sind immer noch dabei. Wir müssen uns auf die ZAGs vorbereiten. Mit der Hauptstory sind wir durch, ja, aber es sind noch ein paar Sachen zu tun. Und zwar im Schatten der Freundschaft die Mission und der wachsame Blick von Weasley. Na, gucken wir mal. Machen wir das erstmal. So, warte mal, ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Gehen wir das mal hin. So, wir sollen mit Professor Weasley sprechen. Gut, auf geht's. Passen Sie auf die Fliese unter Ihrem Fuß auf. Sie löst etwas in. Also rein theoretisch könnten wir ja noch die ganzen Beziehungsaufgaben machen und hast du nicht gesehen, aber ja, wir sind ja durch. Oh, wir haben noch weiter. Eine andere Seite. Eine andere Seite. Gemälde von Helios. 17 von 50. Ja, wir könnten hier noch das ganze Zeug machen. Überaus nervig. Ich mache erstmal Story weiter. Damit wir dann das Spiel endgültig abschließen können. Weil ich will endlich mit dem neuen Projekt beginnen. So, dann gehen wir mal hier rein. Wie wäre Hogwarts wohl verloren gewesen? Moin. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings, wir haben nicht mehr gesprochen seit. Ich Ja. weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Mehr oder weniger Es außerhalb. gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass sie es sogar geschafft haben, Professor Blacks Hauselfen zu helfen. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert. Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Oh Darf Gott. ich es sehen? Natürlich. Das haben wir komplett vernachlässigt, eigentlich wieder weniger. Wir haben ja nur die Story gespielt. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor, für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. So, ich habe hier noch eine Truhe. Und einen kleinen Brief. Der vielleicht nicht unbedingt für uns geeignet ist, aber egal. So, jetzt muss ich gerade gucken. Wir haben einen Auftrag, aber ich glaube vermutlich, dass wir den nicht machen dürfen, weil der gerade schon gesperrt ist. Der Hauspokal. Ja, Level 34, why not? Wir quatschen mal kurz mit Sebastian. Also, ja. Wir sollen Level 34. Wie soll ich denn noch nebenbei 34? Ja, gut, okay. Rein theoretisch mit dem.
die Mission, aber das werden wir nicht tun. Tut mir leid. Ist halt ein bisschen ärgerlich, klar, aber wir werden es nicht tun. Wunderbar, dass Sie so in Kräuterkunde aufblühen. Weil ich habe jetzt keine Lust, mich da auf Screen auf Level 34 zu machen. Das müsst ihr dann euch mal bei anderen YouTubern angucken, wie die Abschlussfeier aussieht, aber nee. Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Nee. Ich musste Sebastian. Ich musste in die Krypta. Warte mal. Was ist Trümmelflügel? Verhandlungshof. So. Keine Ahnung, wie Sie in diesen Umsturzversuch unter dem Schloss geraten sind. Aber Sie haben den Kampf gewonnen. Also, gut gemacht. So, gehen wir kurz auch in die Krypta. Und dann könnte es wahrscheinlich bald das Ende sein. Ja, es tut natürlich jetzt ein bisschen gleich weh, dass er mit dem Hauspokal, aber. Nun ja. So, da ist Sebastian noch schnell. Schön, dich zu sehen. Sebastian, ich habe deine Eule bekommen. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, ich glaube, ich habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann es ihr nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht. Anne braucht vielleicht nur etwas Zeit. Sicher vergibt sie dir irgendwann. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht. Aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ewigkeiten her. Danke. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber ich bin dankbar für deine Freundschaft. Gut, dass du nach Hogwarts kamst. So. Damit haben wir auch den Auftrag der Freundschaft abgeschlossen. Ist nur eine Nebenaufgabe. Jo, und damit sind wir dann eigentlich mehr oder weniger durch. Weil die letzte Mission, die letzten beiden Missionen, klar, es sind noch Beziehungsaufgaben unterwegs, aber es fehlen noch die drei Schlüssel und dann müssen wir Level 34 erreichen. Eigentlich müssten wir Level 34 erreichen, dann eigentlich genau. Mache ich aber nicht. Ja, nochmal. Also, vielen Dank fürs Zusehen, für das Treubleiben. Es sind dann knapp 135 Folgen. Entschuldigung, meine Katze wollte unbedingt jetzt runter und meinte, sich versacken zu müssen. So, also nochmal. Danke fürs Zusehen und ja, es sind jetzt fast 135 Folgen. Ich glaube, vielleicht sogar 140. Ich habe keine Ahnung, was am Ende rauskommt. Trotzdem danke ich euch fürs Treubleiben, fürs Zusehen,
Für alles. Wir sehen uns mit dem neuen Projekt demnächst wieder. Dann wird es jetzt wahrscheinlich Far Cry 6 werden. Und ja, dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall. Bis dahin. Und bleibt mir treu. Bis dann. Tschüssi.